Wir machen jetzt ein Spiel, Liam, wo wir testen, wie gut wir einander kennen als Brüder. Wir sind ja Special Brothers. Ja, in unserem Special Brothers. Wir sind sechs Jungs und da gibt es so ein System, dass ich als Jüngster von den Jüngsten und Luki ist der Jüngste von den Ältesten. Deswegen sind wir Special Brothers. Das heißt, dass wir so einfach extra special sind. Das hätte man nicht komplizierter erklären können, glaube ich. Du setzt dir jetzt Kopfhörer auf, soweit ich das verstanden habe. Das sind Noise Cancellation Kopfhörer. Und dann beantworte ich Fragen über dich. Und dann nimmst du die ab und dann gucken wir, wie viele von meinen richtigen Fragen mit deinen korrespondieren. Okay. Also, was ist der Guilty Pleasure Song von Liam? Also entweder er sagt Bizarre Love Triangle oder er sagt Dancing in the Moonlight von Top Loader. Ich sag Dancing in the Moonlight, weil der den auf meinem Geburtstag, ist er immer der DJ und da hat er dann immer aufgelegt. Das funktioniert immer ganz gut. Ja. Liam. Ja. Was ist dein Guilty Pleasure Song? Oh. Muss ich auch sagen, was ich sagen würde. Ja, das denke ich. Deswegen habe ich direkt an Doremi gedacht, diesen Song und dieser Serie. Das wäre jetzt ganz, ganz... Das wäre ganz schön. Kannst du mir so ein bisschen was in die Richtung werfen oder ist es dann das Game vorbei, wenn du jetzt... Do you wanna sing under the starlight or should we go... Starlight von... Nein. Fame-Maker. Ich würde jetzt sagen, mein Guilty Pleasure Song wäre wahrscheinlich Dancing in the Moonlight. Yeah! Ja, aber stimmt, Dancing in the Moonlight ist super, weil das so, den hört man nie alleine, aber bei einer Party findet man den geil. Mein Guilty Pleasure Song wäre eigentlich Superstar von Jamelia. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Ja, ich kann gut mit Kids, weil ich aus einer Großfamilie komme. Wir sind sechs Jungs zu Hause. Jetzt Frage ans Publikum, haben wir auch Leute aus Großfamilien hier heute im Publikum? Da geht eine Hand hoch. Wie viele seid ihr ungefähr? 13? Krass. An welcher Position bist du? Ich bin in der Mitte. Sandwich-Kind. Kennt ihr das, Sandwich-Kinder? Die haben's hart, ne? Weil ich bin, es gibt ja die Ältesten, das sind die Chefs und die Jüngsten, die verwöhnten Babys und die in der Mitte so, mal gucken. Man findet gar nicht richtig statt als Sandwich-Kind, ne? Hat aber auch Vorteile, wenn mein kleiner Bruder mich verpetzt hat früher. So, Mama, Mama, der Luke hat mich geschlagen! Meine Mutter so, was? Gib mir die Nummer, ich ruf die Eltern an. Musst du auch immer Klamotten auftragen? Ist das Schlimmste, ey, wenn du Klamotten auftragen musst, das ist das Schlimmste, oder? Kennt ihr das noch? Wenn mein älterer Bruder so eine Hose hatte, die so ein bisschen eng wurde und der wusste, die Hose geht jetzt an Luke runter, hat der, bevor die an mich runtergeht, so, puff, so ein Loch ins Knie reingehauen. Voll der Assi, so, puff, so ein Loch. Und heutzutage ist es ja ganz stylisch und cool. Eine kaputte Jeans und mit Loch, ist voll stylisch. Damals nicht ganz so cool. Damals gab's Flicker. Kennt ihr die noch? So Flicker? Ey, ich war 19 Jahre alt. Ja, manchmal kann einem die Familie schon auf die Eier gehen. Das ist, ist wahr, ne? Man liebt zusammen, man lebt zusammen, da kann viel passieren. In meiner Familie kann das nicht passieren, dass wir uns auf die Eier gehen, denn wir, ich und meine fünf Brüder, wir sind sechs Jungs zu Hause, wir haben unsere Eier alle fest im Griff. Das ist ein Schnappschuss aus unserem Urlaub. Alle die Hand am Sack. So muss das, ne? Meine Mutter hat das Foto gemacht, ja, meine Mama. Die ist sowieso ganz, ganz toll, was Fotos angeht. Die hat jetzt endlich ihr erstes eigenes Smartphone. Und es ist toll, die macht total gerne Bilder. Letztens hat sie mir 9 Bilder von Innenleben ihrer Handtasche geschickt. Als MMS. Habe ich ihr gesagt, ich sag, Mama, du hast mir 9 Bilder von deiner Handtasche geschickt. Ah, ja, schön, war meine Schlüssel da irgendwo drin? Hast du die gesehen? Ne? Aber was wir auch gespielt haben, ich und meine Brüder zusammen, Mario Kart. Bestes Spiel der Welt, oder? Mario Kart. Bestes Spiel der Welt. Und wenn du so viele Geschwister hast, dann sind die ganzen coolen Figuren immer weg. Ich habe in meinem Leben noch nie mit Mario gespielt. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Die waren immer belegt. Weißt du, wenn du mit den ganzen Brüdern spielst, ich nehme Mario, zack, war der Bruder schneller. Okay, dann nehme ich Luigi, zack, war der Bruder schneller. Dann nehme ich Donkey Kong, zack, war der Bruder schneller. Ich bin jahrelang mit der scheiß Prinzessin durch die Gegend gekurvt. Mit der kannst du gar nichts reißen. Okay. Worauf ist Luke besonders stolz? Es ist nicht so viel, worauf er stolz sein kann. Er würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass er irgendwie die Lanxess Arena ausverkauft, sondern eher so was ganz Bescheidenes. Ich würde jetzt um die Ecke gedacht sagen, worauf Luke stolz ist auf mich. Ich habe wir alle nur lachen sehen. Worauf bist du besonders stolz? Dass Catch in Ungarn läuft. Und da ein Riesenhit ist. Ich entnehme der Reaktion, dass du was ganz anderes gesagt hast. Ich dachte, du bist stolz auf mich.
Ja, ich dachte so, nee, weil ich meinte so, wie ich Luki kenne, würde was ganz Bescheidenes sagen. Und es wird so ganz... Catching Ungarn, richtig unbescheiden. Ja, fuck. Ja, kein Punkt, jetzt du. Worum beneidet dich Liam? Ich glaube, meine Struktur, bei mir funktioniert alles. Der Liam hat das mal lobend angesprochen, dass meine Bluetooth-Box immer aufgeladen ist. Alright. Worum beneidest du mich? Oh, der Luki hat so eine Küche, wo man so an die Wand fest und dann kommen Sachen raus. Da beneide ich dich. Der Kühlschrank hingegen, ja, das ist so geil. Ja, sonst halt, bei Luki im Leben funktioniert alles. Die Bose-Box hat immer 100% Lade. Genau, das wollte ich sagen. Das Handy ist immer geladen. Ja. Immer alles parat. Also Bose-Box, immer voll. Alles funktioniert. Oh. Was bringt Luki komplett zum Ausrasten? Wenn Sachen nicht funktionieren. Was bringt dich komplett zum Ausrasten? Unprofessionalität. Aber Ausrasten ist ja eher so... Ah, wenn so Technik nicht funktioniert. Ja. Ja. Das ist das Gemeinste, das du Liam je angetan hast. Wow. Als Liam 7 war, bin ich zu Liam einfach so, einfach weil, ins Zimmer gekommen und hab gesagt so, ey, du musst jetzt woanders leben, du kannst nicht mehr bei uns zu Hause leben. Aber hat dann geweint, weil er dachte, dass die Wischnewskis ihn jetzt aus dem Haus rausnehmen. Was war das Gemeinste, was ich dir jemals angetan habe? Als ich 7 Jahre alt war, kam der Luki zu mir und war so, ey, Liam. Als ich 7 Jahre alt war, kam der Luki zu mir. Ey, Liam, ich muss jetzt was erzählen. Du bist eigentlich adoptiert. Und deine echten Eltern heißen, das ist die Familie, die heißen die Wischnewskis. Und die holen dich jetzt gleich ab. Und dann wirst du jetzt mit denen wohnen. Ich war richtig traurig und dann hat der Luki war aber so, ey, aber du hast einen Bruder und der hat ein Fernsehen im Zimmer. Das heißt, du teilst mit dem ein Zimmer und der hat ein Fernsehen. Und dann war ich so, ah, okay, das ist ja eigentlich ganz cool. Okay, nächste Frage. Was ist das Schlimmste, was Luke getan hat, wovon meine Eltern nichts wissen? Als ich 12 war, meinten wir zum Luki so, hey, Halloween, meinten wir zum Luki so, hey, kannst du uns ein bisschen Alkohol besorgen? Und dann hat der Luki das gemacht, ist zur Tanke gefahren, der war da so 18 oder so, ist zur Tanke gefahren. Und dann habe ich und meine 2 Kumpels das halt gesoffen und haben dann alles voll gekotzt. Und da wissen meine Eltern nichts von. Was ist das Schlimmste, was du getan hast, wovon Mama und Dad nichts wissen? Der Abend, wo der Maxian mir 50 Euro gegeben hat und ich musste zur Tankstelle gehen und habe dann Alkohol für alle gekauft und Liam und seine 2 Freunde haben alles voll gekotzt. Die Kopfhörer haben eben nicht funktioniert, ich habe alles gehört. Wenn die Technik nicht funktioniert. Also ich glaube, wir haben bewiesen der Welt da draußen, dass wir Brüder sind. Also wenn ihr eure Brüder so gut kennt wie ich meinen Bruder, oder auch wenn nicht, dann schaltet am 20.15 Uhr Family Games ein, wo 2 komplett andere Familien gegeneinander antreten. Und dir danke ich, Liam, dass du einfach mein Bruder bist. Ich danke dir auch. I love you. Love you, Bro. See you soon. Love you, Bro und Dana. Love you, Broski. Love you, man. I love you, Broseph. Love you, Brozart. I love you, Bromeo. I love you, Broback Obama.